Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über den V-Mount Akku von K&F Konzept. Warum ich ihn hier heute habe in diesem Video, warum ich ihn für euch teste und wie ich ihn finde, das siehst du jetzt hier in diesem Video. Ich würde sagen, fang sofort damit an. Viel Spaß! Zur Transparenz vorab, natürlich der Hinweis, KF-Konzept hat mir diesen Akku für diesen Test zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Es gibt aber keine Vereinbarung, was ich sagen muss, was ich sagen sollte. Wie immer, meine freie Meinung kommt hier zum Tragen und du hörst von mir ungeschönt, was ich gut finde und was ich vielleicht nicht gut finde. Und noch was vorab, wenn du meinen Kanal gut findest und die Videos dir ein bisschen helfen, lass gerne ein Abonnement hier. Like dieses Video und schreib mir gern unter dieses Video, was du von diesem Akku hältst. Fangen wir an mit dem Thema V-Mount Akku. Ich habe die Verpackung hier rüber geschoben, so ein bisschen, ja, okay. Das ist die Verpackung, in der der V-Mount Akku ausgeliefert wird. Also recht klein und kompakt. Und ihr seht schon anhand des, der Verpackung, anhand des Kartons, dass wir es hier auch mit einem sehr kleinen Akku zu tun haben. Der V-Mount Akku ist ungefähr so groß wie meine Handfläche. Wenn sich sich der größte, so 1,76, 77 groß. Dementsprechend jetzt, ja. Ungefähr mittlere Größe sage ich mal, also deutlich kleiner als meine Hand ist der Akku. Und zum Vergleich, meine alte Powerbank, die ich bislang viel genutzt habe, ist deutlich größer, etwas dünner, aber auch deutlich schwerer. Nur mal so zum Größenvergleich, das ist also schon eine ganze Ecke. Wie ist denn der v mount akku überhaupt verarbeitet? Fangen wir erstmal damit an mit den äußeren. Profil mit dem äußeren Erscheinungsbild. Ähm, der Akku an sich ist äußerlich komplett aus Kunststoff gefertigt worden. Bis auf die Anschlüsse bzw. bis auf der V-Mount-Anschluss hier, der ist aus Metall. Der muss auch aus Metall sein, weil man ihn quasi ständig in die Arretierung dafür einhängen kann. Und wenn das aus Plastik wäre, dann würde dir das irgendwann einfach abbrechen. Also der muss zumindest aus Metall sein. Es gibt auch andere Akkulösungen, wo du hier komplett alles aus Metall hast. Gibt es auch, ist hier nicht der Fall hat jetzt für mich aber gehalten und macht bislang keinen billigen Eindruck und auch nicht den Eindruck, dass es irgendwie mal stören könnte oder kaputt gehen könnte. Also, die anschlussseitige Sache ist zumindest gut verarbeitet und in Ordnung. Insgesamt aus Kunststoff, wie ich es gerade eben gesagt habe, und er hat diese Carbon-Optik-Oberfläche. Ihr kennt das wahrscheinlich, man kann sich für Kameras und Objektive auch verschiedene Skins kaufen die verschiedene Muster haben oder auch verschiedene Profilierungen, die sich einfach anders anfühlen obendrauf. Ich habe zum Beispiel für meine Canon EOS R5, habe ich auch so, ein, ja, so eine Carbon-Optik immer drauf gemacht, einfach um die Kamera zu schützen. Ich habe auch ein Objektiv, das große Sony 200-600 mm Objektiv, das habe ich auch mit einem Skin versehen, einfach zum Schutz und weil es weiß ist und reflektiert. Habe es quasi dunkel gemacht damit und damit es ein bisschen für Wildlife-Sachen besser geschützt ist und nicht so schnell auffällt. Ähm, ich glaube, das Auffallen ist hier weniger der Grund. Ich denke eher einfach die Optik. Es soll ein bisschen karbonmäßiger, ein bisschen schicker daherkommen. Ähm, aber an sich ist das jetzt ähm, nichts, was irgendwie den Akku extra schützt. Das ist einfach die Optik, die obendrauf eingearbeitet wurde. So, das ist so zur, zur Haptik. An sich ist der Akku deutlich leichter als meine Powerbank die eine ähnliche Kapazität hat, also zumindest zu meinem Vorteil finde ich. Und ansonsten gibt es zur äußeren Erscheinung erstmal nicht viel zu sagen. Aber es gibt eine ganze Menge Anschlüsse und die schauen wir uns jetzt auch an. Es gibt hier oben die Möglichkeit per USB-A und per USB-C Geräte anzuschließen. Ich halte das mal hinter die Kamera und ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Genau, USB-A und USB-C. Das sind glaube ich somit die essentiellsten Anschlüsse neben dem Vima und wenn man ihn jetzt so nur dafür sich kauft, ähm, das sind glaube ich die beiden essentiellsten Anschlüsse, die ihr wahrscheinlich, die du brauchst. Ähm, also die sind beide vorhanden und die gute Nachricht vorab, du kannst ihn darüber auch komplett aufladen oder eben entladen und nutzen. Nicht wie manche andere Powerbanks, wo man speziell nur den einen USB-Anschluss dafür nutzen kann und den anderen dafür, also ihr könnt ihr das quasi frei benutzen, wie ihr wollt. USB C werden die meisten nutzen, weil USB C einfach deutlich schneller ist äh, und auch die Schnellladefunktion beherbergt, sodass du damit auch schnell laden kannst, schnell laden zum Aufladen des Akkus und natürlich auch Schnellladen, Power Delivery für die Geräte, die du anschließt. Aber dazu später mehr. Dann hast du die Möglichkeit hier über diesen D-Tab-Anschluss, ich mach das mal ja ab, genau auch noch andere Peripheriegeräte dir anzuschließen, gerade wenn du ein größeres System nutzt, vielleicht als Filmemacher oder wenn du ein kleines Filmerfotografen-Kit dir zusammengestellt hast mit einem Rig an der Kamera, mit einem kleinen Licht mit der Kamera, dann kannst du darüber gehen und dementsprechend quasi den Strom verteilen, kannst du anschließen. Und du kannst aber auch hier natürlich ganz normal den V-Mount-Anschluss benutzen, den kann man natürlich an den Broadcast-Kameras benutzen, gerade die größeren Sony-Kameras, beispielsweise, die das dann hinten drauf haben, wo das quasi schon fest eingebaut ist in der Kamera. Dann steckst du den einfach drauf und kannst ihn standardmäßig professionell oder ambitioniert, je nachdem, was du für einen Bereich bedienst, kannst du es damit benutzen. Und ähm, der Akku lässt sich damit eins zu eins benutzen, wie jeder andere V-Mount-Anschluss. Das ist also ein Standard-Anschluss. Ähm, und du kannst natürlich nicht nur Kameras damit aufladen, also Broadcast-Kameras während des Betriebs, sondern du kannst auch deine Kamera hernehmen, beispielsweise deine kleine Kompaktkamera oder deine Systemkamera und die damit aufladen. Du kannst dir auch ein Rig kaufen oder ein kleines Case kaufen, die Kamera einbauen und dann einfach standardmäßig über einen Adapter, V-Mount-Adapter, den Akku einhängen und dann über das Kabel die Kamera quasi, die Kamera dauerhaft damit laden. Wenn du unterwegs bist, wenn du das Gefühl hast, du willst keine fünf, sechs Akkus mitnehmen, nimmst eben nur einen mit und der reicht wirklich den ganzen Tag und noch länger aus. Ähm, oder wenn du Timelapse-Aufnahmen machst und möchtest einfach die Kamera oder deine Action-Kamera dauerhaft mit mehr Strom versorgen, als der interne Akku schafft, dann kannst du das auch hier anschließen, ist also eine wunderbare Sache. Aber äh, das ist nicht alles. Natürlich kannst du noch mehr anschließen. Du kannst auch dein Smartphone damit laden. Per USB-C oder per USB ganz normal. Du kannst auch deinen MacBook oder deinen Laptop laden hier. Funktioniert auch. Also die äh, 65 Watt, die ausgegeben werden, sind tatsächlich als Power Delivery auch für größere Geräte geeignet. Super. Oder für dein Tablet finde ich eine richtig gute Sache. Äh, er gibt 14,8 Volt raus. Da musst du schauen, ob die 14,8 Volt für deine Geräte tauglich sind. Es gibt Geräte, für die ist es zu wenig. Da musst du mal schauen. Aber die 65 Watt. Mit den 14,8 Volt gekoppelt ist es eigentlich so eine Range, die das meiste abbildet und wo du von Kamera über Smartphone, Tablet bis hin zu Laptop eigentlich fast alles damit bedienen kannst. Du kannst aber auch größere Lichtsysteme damit bedienen. Ich habe es vorhin gesagt, du kannst ganz normale LED-Lampen, Videoleuchten, Fotoleuchten, die einen V-Mount-Anschluss haben, kannst du damit ganz normal bedienen. Und das Tolle ist, jetzt kommt die Besonderheit des Akkus. Du hast die Möglichkeit, nicht über das Display, wenn du hier auf diese Taste drückst, über das Display die anzeigen zu lassen, wie viel Akkuladung quasi noch vorhanden ist, also die Akkustandsanzeige anzeigen lassen. Das ist Standard, das haben wir auch bei älteren Systemen. Nein, du hast dort die Möglichkeit, die anzeigen zu lassen, wie viel diese Balken in Prozent bedeuten, wie viel Strom er dir aktuell ausgeben kann. Und er zeigt dir auch USB-C-Anschluss, USB-A-Anschluss getrennt voneinander. Das heißt, du kannst beide quasi parallel benutzen, wie viel Strom da gerade rausgeht. Oder wie viel Strom reinkommt. Und das größte Feature überhaupt, weshalb man sich wirklich diesen Akku anschauen sollte und nicht die anderen Vima und Akkus, ist die Möglichkeit, dass du die Restlaufanzeige hier integriert hast. Das heißt, du siehst beim Aufladen, wie lange dauert es noch, bis der Akku vollständig auf 100% aufgeladen ist. Das heißt, du kannst, wenn du zu Hause bist und unterwegs bist, das danach timen. Und wenn du siehst, okay, in 43 Minuten ist der Akku voll, kann ich also spätestens in 45 Minuten komplett gehen ähm, und habe alles gepackt und ziehe los. Aber auch zum Entladen, das finde ich ist eigentlich noch wichtiger, wenn du am Set bist, und Location und du äh, den Akku benutzt und du nicht weißt, wie lange reichte mein Strom noch, weißt du meistens nicht, wie lange jetzt drei Balken bedeutet. Also drei Balken bedeutet drei Viertel voll und er ist recht gut gefüllt noch. Das sollte erstmal unter die nächsten Minuten halten. Aber du weißt ja nun nicht, äh, wie lange das wirklich bedeutet. Und über die Minutenanzeige siehst du tatsächlich konkret, wie lange hält der Akku in seiner ähm, seine Stromlieferung. In diesem jetzigen Zustand mit der Kamera, mit dem Licht, was du gerade angeschlossen hast, hält er tatsächlich durch und er zieht auch durch, bis er auf Null ist. Also er fährt jetzt nicht die Kapazität runter auf unter 20% und fängt dann an unter 20% oder unter 10% weniger Strom zu liefern, sondern er hält äh, das Stromlevel gleich aufrecht, sodass du quasi bis auf Null, äh, bis runter gehen kannst, bis er komplett leer ist und die volle Power abrufen kannst. Finde ich ziemlich gut, also das Thema... Abrufen, wie lange der Akku noch den Strom überhaupt liefern kann, ja, on location, finde ich als eines, es ist das wichtigste Feature, das beste Feature eigentlich, was so ein Akku dir liefern kann, neben den tollen anderen Anzeigen, weil mich interessiert in der Regel weniger, wie viel Strom gerade rausgeht zum USB-C oder USB-A oder V-Mount Anschluss. Für mich ist wichtig, wann ist der Akku voll, in wie viele Minuten oder wie lange kann ich ihn noch bei dieser aktuellen Belastung benutzen, um eventuell einen zweiten dann dran zu hängen oder um das Set gerade zu beenden, um eine Pause zu machen, wie auch immer. Das ist für mich tatsächlich unterwegs viel viel wichtiger und das ist wirklich ein Feature, was dieser Akku dir bieten kann. Ansonsten ist er von Packmaß, wie ich gerade eben sagte, von den Möglichkeiten her durchaus kompatibel und äh, praktisch fürs Unterwegs sein, das heißt, die kannst du ohne Problem auch mal in eine größere Jackentasche stecken oder passt auch noch in jeden Rucksack rein, quasi als Backup, als, ähm, als Powerbank. Und man muss sie nicht zwingend als V-Mount-Akku klassisch und sklavisch an Lichtsystemen benutzen oder größeren Kamerasystemen. Du kannst sie noch einfach aufladen und nimmst ihn als Powerbank mit, weil eben die Anschlüsse dir die Möglichkeit geben, dass du ihn im Camping benutzt unterwegs, ja, oder wenn du längere Trips geplant hast mit deiner Kamera und weißt, zum Mittag machen wir dann eine größere Pause, bis zum Sonnenuntergang ist noch Zeit. Und bevor ich jetzt noch einen extra Akku mitnehme für meine Kamera oder für mein Mikrofonset oder für die Actioncam oder für das Telefon, dann kann ich hier theoretisch äh, mir die Powerbank einfach vollladen vorher und nehme sie mit und kann alles daran hängen. Ich habe zum Beispiel auch nicht nur meine Kamera damit geladen oder verschiedene mobile Geräte. Ich lade darüber auch gerne mal meine äh, Smartwatch, weil das genauso funktioniert. Die kann ich per USB-C anschließen, lege sie drauf und die braucht ja nun wirklich nichts an Strom. Ja, da geht ja fast nichts weg vom Akku und lädt genauso schnell auf wie an einem Netzteil. Finde ich total praktisch, dass ich quasi eine Batterie habe für alle möglichen Anschlüsse. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Für wen ist die Zielgruppe? Weil der Preis ist doch recht attraktiv. Also ich muss sagen, ich sehe die Zielgruppe nicht nur im professionellen Segment, wo man ihn auf jeden Fall mit bedenkenlos einsetzen könnte, sondern vor allen Dingen auch im Hobby oder im ambitionierten Foto- und Videobereich, aber auch unter den Campingleuten. Warum denn nicht? Also du musst keinen hochprofessioneller Fotograf oder Filmer sein, du kannst ihn auch ganz normal dir holen, weil du eben eine tolle Anzeige hast, weil er eine sehr hohe Ladekapazität dir bietet und vor allen Dingen auch die hohe Stromausgabe auch für Mobilgeräte, also wie zum Beispiel Laptop oder äh, Tablet dir bietet und eben nicht nur die Smartphones und die kleinere Geräte. Das ist ziemlich gut, dass man damit wirklich alles laden kann. Also ich würde sagen, die Zielgruppe ist relativ breit und gar nicht so klein gefasst auf die Fotografen-Filmer-Szene, sondern auch durchaus für die, die wie gesagt auch mobil unterwegs sind, die vielleicht einfach nur eine Action Cam dabei haben. Ein bisschen Vlogging machen, sich filmen beim Wandern oder eben sich filmen unterwegs, gerade wenn du irgendwas noch mit aufnehmen möchtest und Angst hast, dass ein Akku nicht reicht, weil die Original-Akkus total teuer sind und bevor du dann drei Stück kaufst und du weit über dem Preis von dieser Batterie bist, kaufst halt diese Batterie und hast dann eben mit dieser Powerbank-Lösung deutlich länger Strom, deutlich mehr Strom unterwegs und kannst quasi einpacken, wenn du möchtest und bist damit unterwegs flexibel und unabhängig. Okay, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, ob das Thema v und Akku überhaupt ein Thema für dich wäre, ob dieser Kontext für dich passt. Wenn ja, schreib mir das gerne unter dieses Video, wofür du diese Batterie mit ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeit einsetzen würdest. Und wenn du sagst, es ist für mich nichts, schreib mir auch gerne unter dieses Video, warum, welche Lösung du für unterwegs hast für dein Equipment oder was du unterwegs laden musst möchtest. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn dir das Ganze gefallen und geholfen hat, lass gern ein Like auf dieses Video hier, abonniere mich, wenn du möchtest. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.